heute mal in einer ganz anderen Atmosphäre. Und zwar, wie ich euch versprochen habe, kommt das Roomtour-Video aus von mir. Ich werde euch Einblicke in meine Wohnung geben, dass ihr einmal seht, wie ich so lebe, was ich alles so habe. Die Wohnung selber ist jetzt nicht so zart eingerichtet, man kann sicher noch viel mehr rausholen. Aber ich fühle mich sehr wohl und da die sagen, wir starten mal mit dem Wohnzimmer. So schaut das Wohnzimmer aus. Da habe ich zum Beispiel einen Schreibtisch hergestellt und dahinter kommt der Greenscreen hin, dass ich da zum Beispiel mal Fotos machen kann oder mal einen speziellen Livestream mit Gästen. Dafür ist eigentlich der Raum da. Der erste Gang, Weird Flex. Da habe ich zum Beispiel so Regale montiert, wo ich einfach nicht wusste, was ich ausstellen soll. Da habe ich es halt einfach zum Dekorieren hergenommen. Zwei Bilder von mir auf abgehobenen Basis. Das Fangeschenk, was ich mal gekriegt habe. Das ist das Studio. Zu den Raum kommen wir aber nachher ganz zum Schluss. Weil man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Manhattan, New York, habe ich auch erst vor kurzem aufgehängt. Das ist nachher der zweite Gang. Das ist dann meine Küche. Ich habe extra geschaut, dass alles ordentlich aufgeräumt ist. Dann habe ich einfach vergessen, den Geschirrspüler einzuräumen. Da habe ich zum Beispiel einen Spiegel platziert. Hallo. Das ist dann mein Schlafzimmer. Nichts Aufregendes, was ist drin. Zwei Kasteln, ein Kleiderkasten, Bett. Das ist nachher der Vorraum von mir. Da habe ich immer meinen E-Scooter geparkt. Da habe ich auch mein Radl geparkt. Ja, was habe ich da noch? Schuhe. Viel Platz, jede Menge Platz. Ah ja, noch vergessen. Klo. Gebe ich euch eine Kaffeeführung durch. Und da ist nachher das Badezimmer. Jetzt gehen wir noch eben zum Studio. Ich erkläre jetzt da nicht viel, was was ist, sondern ich gehe es einfach mit der Kamera durch. Da haben wir einen Controller. Dann haben wir da originales Windows 10 liegen, was ich bis heute noch nicht installiert habe. Eben die Studio-Monitore, Bildschirm, Soundinterface von Apollo, Mikrofon von Neumann, das Streaming-Licht, dass man mehr gescheit sieht im Stream. Das ist mein Backup-Router. Wenn einmal mein Internet irgendwie nicht funktionieren sollte, über die Leitung, habe ich immer noch die Möglichkeit, über Funk zu streamen oder je nachdem. Fette Couch. Da hinten ist die mega Pflanzen, was ich immer gekauft habe. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht. Da läuft gerade der Inscope-Stream. Ja, Leute, das war's auch schon. Viel mehr gibt es in meiner Wohnung nicht. Viel größer ist sie nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wir sehen uns am Sonntag beim Livestream. Sonntag, der 31. Bis zum nächsten Mal. Peace.